TH Barbecue mit Herzglut grillen, jetzt geht's los. Ich mache heute Leberkäse-Schnecken und für diese leckeren Leberkäse-Schnecken brauche ich folgende Zutaten. Es geht los mit etwas Leberkäsebrät und weiter geht es mit Frühlingslauch, feingeschnittenen roten Paprikawürfeln und Gouda-Käse sowie natürlich etwas Blätterteig. Ich lege los und bereite mir zu Beginn erst einmal den fertigen Blätterteig auf meinem Brett aus. Ich finde, das ist ein Produkt, das kann man mit gutem Gewissen machen bzw. nehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich den Blätterteig auch selber herstellen. Dann geht es weiter mit dem rohen Leberkäsebrät. Das ist jetzt hier grobes Leberkäsebrät, was ich mir erstmal in großzügigen Portionen auf dem Blätterteig verteile. Und wenn ich dann alle Portionen verteilt habe, gehe ich mit einem Messer dran und schmiere das Ganze gleichmäßig glatt. Möglichst überall soll etwas von der Masse sein und die Masse sollte möglichst gleichmäßig dick sein. Gut, dann geht es weiter mit den gewürfelten roten Paprika, die einfach auch auf dem Ganzen verteilen. Ihr könnt auch anderes Gemüse nehmen, ihr könnt Ampelpaprika nehmen, ihr könnt Jalapenos nehmen, ihr könnt Mais nehmen. Da könnt ihr echt eure Fantasie freien Lauf lassen. Ich nehme jetzt hier noch Frühlingszwiebeln dazu, nicht allzu viele. Und ich möchte das Ganze relativ mild gestalten, weil das ist Fingerfood, wo dann nachher auch Kinder mit essen werden. Genau, deswegen auch hier Gouda-Käse, der gerieben ist. Und kein Gruyère oder kein würziger Käse. Ihr könnt dann natürlich auch etwas nehmen, was euch besser schmeckt und entsprechend das Ganze noch würziger gestalten. Gut, wenn der Käse verteilt ist, dann kommt mit der schwierigste Act. Und da ist es ganz praktisch, dass der Blätterteig auf so ein Papier geliefert wird. Das heißt, ich nehme mir links und rechts dieses mitgelieferte Papier und schlage zunächst einmal den Blätterteig etwas ein. Und rolle dann Stück für Stück diese Rolle auf, drücke immer wieder über das Papier von oben das Ganze etwas fest. Dieses Leberkäsebrät ist im rohen Zustand relativ klebrig, von daher macht es uns das Leben ein bisschen einfacher. Zum Schluss, das letzte Teil werde ich entgegengesetzt zurückschlagen. Wie gesagt, der Leberkäse ist recht klebrig und das hält dann also von alleine. Da braucht ihr kein Ei irgendwie noch mit einstreichen oder so. Diese Rolle hält von alleine zusammen. Gut, wenn das Ganze geschafft ist, verfrachte ich es vorsichtig wieder aufs Papier, weil jetzt muss man das Ganze noch portionieren bzw. in Scheiben schneiden. Dafür am besten ein scharfes Messer nehmen, eventuell mit Wellenschliff, so wie jetzt bei mir. Der Anschnitt, der ist nie so ganz ansehnlich. Das ist nachher was für mich als Probiererle. Und dann gehe ich her und schneide so etwa 1,5 bis 2 cm breite Stücke von meiner Rolle runter, die dann nachher unsere Schnecken ergeben. So, wenn das geschafft ist, nehme ich jedes einzelne Stück und lege es nochmal aufs Papier. Und jetzt gebe ich dem Ganzen noch ein bisschen eine Form, dass es ein bisschen runder wird, beziehungsweise von oben noch ein bisschen drücken, damit es mehr aussieht wie so eine Schneckennudel. Dann geht es am Grill weiter, der ist vorgeheizt auf 200 Grad. Ihr seht es gleich am Backpapier, was ich hier aufs Ablagerost lege. Das weht die heiße Luft so richtig nach oben, deswegen gleich rechts schon mal eine Schnecke drauflegen. Ihr seht es hier links gleich, hier weht das Papier richtig hoch von der heißen Luft, deswegen das zweite Stück auch gleich mit so einer Schneckennudel beschweren und dann finden alle ihren Platz. 200 Grad, 20 Minuten, dann sind diese Blätterteigschnecken fertig. Tja. Das war mein Video zu den Leberkäse-Blätterteigschnecken. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir gerne einen freundlichen Kommentar, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr mögt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.